So. Ist doch noch keiner online. Allerdings war trotzdem, so war ich jetzt hier als letztes. Ach ja, ich wollte zu den Dingen, zu der Ratte. Wollte gucken, ob die Ratte irgendwas verkauft. Was geht nach vorne los? Achso, die restlichen Ashina-Clan-Typen machen die anderen fertig, so wie es aussieht. Ich mag diese roten Samurai übrigens nicht, die sind viel zu stark und die sind noch schlimmer als die Krähen. Oh, hallo Burn, Descounter? Ist er nicht da? Moment. Der sollte da sein. Moment, das kriegen wir hin. Warum ist denn der Descounter schon wieder nicht da? Und warum funktioniert der Bot hier nicht? Jetzt hab ich rausgetappt, in der Woche. Hallo Kobami, ich grüße dich. Ah, jetzt. So. Ja, das wollte ich bestimmt machen. Bin ich denn jetzt gerade überhaupt? Ich bin gerade so ein bisschen raus, wo ich hier... Wo exakt ich hier gerade rumstehe. Vor allem, warum ist hier dauerhaft Kampfmusik an? Das da hinten ist... Hä? Also schön, dass hier irgendwelche Dinge sterben. Das ist die Brücke? Das geht hier gerade straight Richtung Endkampf, ne? Kann ich irgendwelche Leute belauschen? Mal mit denen reden? Und er sieht hier recht lebendig aus. Hm. Er greift mich nicht an, aber ich kann mit ihm auch nicht reden. Oh, das ist ein Problem. Ich kann nicht zuschlagen. Sehr gut. Ich kann blocken. Oh Mann. Freunde? Nicht zuschlagen können ist irgendwie nach. Ach, guck mal hier. Dax, wen haben wir denn hier? Ich habe es nicht ausgehalten. Zu viele Ratten. Sie schwärmten ins und aus dem Gebälk. Ich muss ihnen Angst eingejagt haben. Deshalb bin ich fort und habe etwas Untypisches getan. Was ist geschehen? Diese elenden Ratten. Sie haben ein kleines Kind eingekreist. Also habe ich ihn gerettet. Jetzt sieh mich an, Schätze. Damit endet die Geschichte vom schwarzen Dachs. Ich muss dir danken. Nimm, was du willst. Wenn ich weg bin. Ich könnte es dir auch jetzt geben. Aber. Mibu Pilgerreisenballon. Ein Mibu-Ballon aus dem Jahr der Drachenfell-Pilgerreise. Versiegel bitte ein Gebet für eine gesunde Entwicklung. Bring den weißen Mibu-Ballon zum Platz und falte die hin zum Gebet. Wer vom Wasser getroffen wird, erfährt kurzzeitig gesteigertes Wachstum in allen Bereichen. Auf dem Ballon steht für Tenkishi vom Dachs. Ich kann trotzdem noch nicht zuschlagen. Das ist ein großes Manko. Das ist jetzt mit der Maus. Habe ich jetzt. Achso, der. Jetzt geht's wieder. Okay. Sehr gut. Ja. Ich musste bloß das Dings ein bisschen härter reindrücken. Das Ding ist, jetzt fällt mir wieder ein, was das hier für ein Ort ist. Das war doch hier, wo vorher die Brücke kaputt war, oder nicht? Hier war doch vorher ja keine Brücke, die war doch hier kaputt. Ich erinnere mich wieder. Das Innenministerium vor allem. Das klingt irgendwie so, als hätte sich Ashina gegen eine Regierungsbehörde aufgehört.
Ach, scheiße. Na, vielleicht hat er da... Was, Ministeriumslöschpulver? Das sind aber nicht die gleichen Typen, die ich vorhin bekämpft habe, oder? Also was heißt vorhin beim letzten Mal? Da hatte ich doch gegen so einen Ausriss-Ninja gekämpft. Und der ging halt beim besten Willen nicht tot. Aua. Aua! ETF? Also ja, übrigens ist der Typ von der roten Wache. Ein beinhartes Brett wird. Springt er hier runter? Nein, macht er nicht. Wo unterscheiden sich jetzt die Typen? Ach, das ist ein Fernkämpfer. Aua. Die können aber auch Sachen. Also wie... Also diese Ministeriumstypen sind mir jetzt nicht so ganz geheuer. Nicht so ganz geheuer, wollte ich gerade sagen. Hey, das ist voll unfair. Habe ich schon erwähnt, dass mir diese Ministeriumstypen nicht ganz geheuer sind? Das ist wieder so wie am Anfang, die sind voll stark. Ey, was die wegstecken? Hey! Was sagt den hier muss ich auf. Den hier muss ich auf ihn. Das habe ich schon mit den Boss hinter mir gelockt. Ich hoffe, der folgt mir nicht. Wollen wir eigentlich machen die? Oh fuck. Ich sollte gehen. Der sieht aus wie so ein Säufer, nur halt ohne das ganze Saufen. Hm? Achso, gleich sind sie nochmal aufgepeppt. Kriegt die anderen Typen tot? Das ist auf jeden Fall die Stelle, wo vorher der Bogenschütze war. Achso, das gegen so einen habe ich vorhin gekämpft. Die sind halt viel einfacher. Genau, das sind die schweren, die mit denen. Die sind nicht so einfach zu blocken, die Typen. Ich kriege ja alles andere als perfekt geblockt. Das ist halt ein bisschen anstrengend, weil jeder von denen ist irgendwie so ein... Ja, von denen ist halt irgendwie so ein kleiner Mini-Boss. Kaschins-Konfekt. Das soll ja bestimmt ein Hinweis sein. Da kann man bestimmt Phase 1 von den Typen schießen, oder? Die muss man ja nicht selber umhauen. Ich habe halt gerade irgendwie nur noch einen Heiltrank. Das macht es halt so ein bisschen schwierig. Na, das ist genau wie so ein Suffkopf. Na gut. Ich glaube, ich sollte mich erstmal heilen. Bevor ich irgendwie weitermache. Ich wollte vor allem ja nicht in die andere Richtung laufen. Nicht über diese Brücke gehen. Also weiß ich zumindest noch um diese Brücke gebrochen. Genau, letztes Mal bin ich nämlich hier runtergesprungen. Guck mal, hier unten ist sogar noch die Statue. Schön. So, kann ich jetzt an dem Schrein eigentlich was kaufen? Na gut, also wir haben zumindest noch ein bisschen Rumrennteil. Das ist schon mal beruhigend. Klar, gibt Giftige oder Rost der Klinge, die unmenschlichen Okami-Kriegerfrauen. Mhm.
Müsste ich jetzt ja theoretisch in diesem lustigen Tempel was kaufen, ne? Ah ja, guck mal hier. Phantomkunai. Und nix und nix. Ja gut, ich könnte ja mal kurz ein bisschen Geld einlösen hier. Wie viel kostet das? 4.500? So, und jetzt noch 9. Scheiße. Das ist mir viel 2 Gold. Wo kriegt denn jetzt noch 2 Gold her? Ich könnte was beim. Ist der Händler noch da? Der Händler ist noch da. Wollt ihr noch? Ich möchte immer noch Geschäfte mit dir machen, mein Freund. Ich könnte total wertvolle Öl verkaufen. Bis zum. Wäre auch so rein. Ich frage mich trotzdem, wo der Bildhauer hin ist. Der ist irgendwie weg, weg. Ah, 2 Gold. Ja. Das Ding ist halt, was bringt mir dieses komische Phantom? Ah, ich bin ja schon wieder kurz vorm Level, ne? Hast du den denn? Auf der anderen Seite, Level 3 bringt mir halt irgendwie so gar nichts. Ich kann nichts herstellen? Hä? Ich kann das Phantomkunai nicht herstellen, weil ich kein Geld habe? Nee, weil ich die Vorentwicklung nicht habe. Aber ich habe das Phantomkunai doch gerade fertig gekauft. Hä? Und ich kann das auch nicht einbauen, das Ding. Warte, jetzt bin ich minimal verwirrt. Wo habe ich denn jetzt? Quatsch. Rechts, Drache, Übersichtstafel des Drachen. Ich habe sogar noch Sake, Wasser aus dem Palast. Mhm. Maskenform rechts. Drache. Kurs Glockenamulett. Und ich jetzt, die dich Bad des Buddha darzubieten. Ein Dokument, das wir schon hatten. Und das Bad des Buddha darzubieten. Habe ich. Achso, das habe ich ja gemacht. Vatersglocken-Dingsbums. Ein Dokument, das in U gehört. Rot-weißes Windrad. Was aus dem Palast? Was soll ich hier alles hab? Hm. Tempelschlüssel, 10.000 Gewichtsfüllen, Relikte. Holungsamulett, Schatzkappenschuppen. Hä? Phantomkunai. Ein Kunai ist speziell zu verbessern, des geladenen Wurfsterns. Beim Werfen. Also, ich kann damit den Wurfstern verbessern. Hä? Aber. Aber ihr sagt mir hier, es ist nicht verfügbar, wenn mir das Modul davor fehlt. Weil ich. Das Ding hier brauche, was ich angeblich in der Vergangenheit hätte kaufen können. Mir fehlt noch der Nebelrabe? Ich will keine Ahnung, was der Nebelrabe sein soll. Das war das Ding, was ich am Anfang gekriegt hätte in der Vergangenheit. Aber da hätte ich ja fast alles, was du von toten Händlern kriegst, kriegst du eigentlich woanders. Du seid bei denen da. Das bin ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Müssen wir mal gucken, ob es einen guten Grund gibt, auf Level 3 zu leveln. Da könnte ich die Nachtschwärm-Umkehrhieb machen. Na gut, das will ich nicht. Kraftprojektion, für die Shinobi. Das ist ja eins bestimmt. Was sind die Übertragung der Kraft? Ja, das ist halt nicht so doll. Hauch des Lichts, naja. Hingabe gehört die Fähigkeit, latente Fähigkeit, Hingabe. Ja, gut, das bringt mir halt alles nichts. Also an sich gibt es eigentlich außer das Ashina-Kreuz. Nee, Quatsch. Was will ich haben? Doch, ich will das Ashina-Kreuz haben, damit ich den Wolkenwirbelübergang lernen kann. Aber das ist halt Farm. Das kannst du wohl noch kriegen, auf nicht wo. Achso. Hm. Unheimlich davon müsste ich mal kurz zum kaiserlichen Palast reisen. Blumenpower. Wir haben übrigens noch nicht festgestellt, wo ich das Dings herkriege. Das letzte Mal, glaube ich, bin ich daran abgestorben, dass noch offen war, wie wir den Schatzkarpfen tot kriegen. Ich muss dir noch was füttern. Ich bin nur noch am Überlegen, was. Modul heißt Nebelrabefeder, okay. Ach ja, ich mache jetzt ja minimal mehr Schaden. Nebelrabenfeder. Ja, die bringen immer noch gut XP, die Freunde hier.
das Blitz zurückschleudern, wenn man es mal konstant hinkriegt, ist halt wirklich voll cool, ne? Ich finde das, mir gefällt das sehr gut. Macht langsam die Grätsche. Zumindest der linke läuft nicht mehr so gut zu. Was ist das denn heutzutage, das Äquivalent zum Xbox 360 Controller? Sie haben ja wirklich gute Arbeit geleistet. Lange Zeit. Was die Typen 500 bringen. Klar, die sind brandgefährlich, aber. So gefährlich denn doch nicht. Ich bin gelevelt, hervorragend. Ich kann nicht gehen. Xbox 1? Ja, aber ist der nicht komplett nah? Hat der nicht eine komplett andere Form? Was ich an den Controller ja mag, der fässt sich ja nicht ganz gut ein. Die droppen jetzt zigtausend Kügelchen, aber ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. So, Böhm, möchtest du den Fund aufwissen, was das letzte Modul finden kannst? Gleich. Ich rätsel vorher. Mal kurz, wo ich das. Erstmal würde ich gerne da oben auf diese Hütte rauf. Und zweitens überlege ich gerade, wie ich am besten den Karpfentod gefüttert kriege. Könnten das sein? Aschen da oben, das ist jetzt also gerade das, wo ich nicht. Ach ja, die ganze Burg muss ich auf da. Hä, warum ist denn eigentlich der Schrein der großen Schlange? Hä? Warum ist denn der Schrein der Schlange noch nicht wieder frei? Moment, der müsste eigentlich frei. Ich habe den Dünner umgehauen. Nee, ist ähnlich. Ja, ähnlich. Wäre natürlich die nächste Überlegung, wäre, ob ich den direkten Wireless-Controller. Ist das jetzt unklar, Junge? Ob ich direkt einen Wireless-Controller kaufe. Auf der anderen Seite habe ich noch so einen Scheiß-Controller, den ich irgendwie aufladen muss. Also, die Typen sitzen depressiv rum und theoretisch könnte ich anscheinend gegen die kämpfen, aber ich kann es auch einfach lassen. Das ist aber noch der gleiche Mönch von vorher. Hey, der bringt 734 XP. Dafür, dass man für den halt nichts machen muss. Der farmt sich halt auch nicht. Es ist halt weniger Anstand. Das könnte man automatisch. Das könnte man tatsächlich automatisieren, fällt mir gerade so ein. Oh, die Affen sind wieder da. Alter, was? Oh, die Affen sind wie diese kleinen Bastarde in Dark Souls. Denen überraschenderweise viel Schaden machen. Oh, Hunde? Ne, noch mehr Affen. Oh, das ist sogar ein weißer Affe. Kann der was? Warte mal, jetzt sitzt es mir zu bunt hier mit den Affen. Ich habe sogar einen Speer. Den Speer habe ich auch nie wieder eingesetzt. Den habe ich einmal gekriegt und danach nie wieder benutzt, ne? Oh, der weiße Affe ist tatsächlich eine Bedrohung. Gut, dass ich die anderen voll umgebracht habe. Wie doof, dass es hier zwei weiße Affen gibt. Alter. Altens. Ich stelle fest, dass es ein Affe ist. Kann ich gegen beide Affen gleichzeitig kämpfen. Die sind ziemlich hardcore, die Burschen. Das Ding ist, ich habe keine Wiederbelebung. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Also, endgültig. Und man kann sich nicht mit Gift totlamen.
WTF? Boah, Altens. Wie viel Schaden machen die denn? Dafür ist die hauen normal zu, ne? Ich glaube, ich hätte mich hier lieber ranschleichen sollen. Von wie weit wollen die mich noch verfolgen? Hallo? Toll, jetzt kommt der andere Kack einfach auch wieder an. Alter! Hallo! Was ist denn das für vollkommen übertriebener Schaden, den die machen? Meine Affe hat gar nichts mehr, ne? Da treffen sie offensichtlich nicht auf jeden Fall die Affen. Alter Schwede. Oh, völlig hin zur Statue. Schön. Was soll ich mit dieser Sache? Die Dinger stellen mir eine Wiederbelebung wieder, glaube ich, war es. Die hätte ich ja nicht viel öfter benutzen können, die Dinger. Gut, das würde zumindest erklären, warum die Buddha-Statue nicht frei war, ob hier noch mehr Affen sind. Oder ist hier gleich wieder ein Boss-Boss? Das wäre natürlich jetzt blanker Hohn, wenn ich jetzt die scheiß Affen niedergerungen hätte, dann kommt hier gleich nochmal ein Boss an. Ne, Leichending noch hier. Na gut. Eigentlich wollte ich nur die Statue freischalten, ne? Huh? Es gibt hier nichts Neues, oder? Ich frage mich halt, warum das Spiel so vehement dagegen ist, dass ich diesen Schrein der Schlange besuchen kann. So, wo kann ich noch überall nicht hin? Also die Aschinaburg ist trotzdem irgendwie noch ganz schön. So, hier kann ich überall hin. Ja, Aschinaburg an sich. Müsste ich mich von oben mal nochmal herabarbeiten. Da gibt es bestimmt noch was zu sehen. Aber eigentlich Premier. Tarnseiler Brücke. Ach ja, genau, das war das Ding, was ich gerade gemacht habe. An sich interessiert mich ja vor allen Dingen, wie ich diesen dummen Karpfen vergifte. Ich hätte halt gedacht, dass ich das irgendwie mit dieser Gifthülle lösen kann, das Problem. Aber bis jetzt habe ich da irgendwie noch nicht wirklich sachdienliche Hinweise gefunden. Ach scheiße, was ist denn das? Ach so. Wer liebt es nicht, gegen Nebelkrallen zu kämpfen? Also zumindest die Inlore-Erklärung dafür ist, dass es ja Nacht, deswegen kommen hier die Geister. Ja, genau. Hallo? Okay. Das ist richtig geil. Spawn und ich werde direkt für den Typen eingeschossen. Ansonsten gibt es hier aber anscheinend nichts. Nö. Aber wenn ich die Route hier weitergehe, komme ich am Ende wieder bei den Idioten raus. Will ich ja eigentlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, gab es da hinten noch welche Bosse, die ich noch nicht gemacht habe? Dadurch, dass ich jetzt mittlerweile behindert viel Schaden mache. Also man muss nach vorne drücken. War das hier, wo es da hinging? Ja. Oh.
Wo hat er denn gerade hingeschossen? Aber ich glaube, ja, wo ich hier hinrenne, ich werde hier wahrscheinlich kein Mittel gegen Karpfen finden. Also richtig konsistent krieg ich immer noch nicht hin. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Dann komme ich her. Ja gut, hier ist nichts neu. Ist eigentlich komisch. Alle möglichen Orte haben andere irgendwie, werden überfallen und sind irgendwie anders. Aber hier diese komische Kanonenfeste von diesen Typen, die hier alleingelassen werden wollen. Was ja irgendwie an sich schon ein sehr frommer Wunsch ist. Die wiederum, da verändert sich nie irgendwas. Ne, jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Ach, egal. Zurück. Also ich könnte von Kurus Zimmer halt nochmal runterklettern. Aber ich glaube, ich brauche einen Hinweis, sonst komme ich nicht drauf, wo es ist. Wir haben auf dieser komischen Buddha-Statue von im Giftbecken unten noch was hier sehen. Es gibt einen Krieger namens Hanbei, der unsterblich ist. Naja, gut, der ist nicht mehr ganz so unsterblich. So, Asche in der Umland. Kann ich überall nicht hin. So, versunkenes Tal. Bodhisvatertal. Spalte, Wächterwaffen, Waffwasserstelle. Könnte es hier irgendwas geben, wo man Karpfen vergiften kann? An der Wasserstelle vom Wächteraffen? Vielleicht mit der. Wie sieht es hier wesentlich finsterer aus als vorher? Weiß nicht, ist das Wasser hier irgendwie gestiegen? War hier vorher schon so ein. Also war das vorher schon so hoch, das Wasser? Oh, wenn hier die Sonne nicht reinscheint, diese Höhle, ist das hier echt sehr, sehr dunkel aus. Da hinten war die Stadt und darunter war doch der Eingang, ne? Ja, gut, hier hätte ich wahrscheinlich auch nicht gerade das. Warte mal. Ich könnte im Fischerdorf mal vorbeigucken. Gab's da nicht diesen Irren in dieser Höhle? Im Fischerdorf? Gibt's da noch irgendjemanden, mit dem ich reden kann? Ich meine, das Wasser stand hier vorher nicht ganz so hoch. Warte mal, da halt hier. Dorf Mibu. Da war doch diese eine Nebelkrähe-Dingsbums hier, der rumgehauen hat. Ich könnte vor allem mal mit dem Händler reden. Vielleicht hat er ja noch was Schönes für mich. Er hat leider gar nichts. Außer Adamantitschrott, den ich nicht wirklich brauche. Warte mal, er hat aber noch Geldbeutel. Die würde ich auf jeden Fall nehmen, bevor ich hier alles verliere. Die A-Leber, das dadurch, dass man die Elektroattacken zurückwerfen kann. Mögen die hat man eigentlich relativ leichtes Spiel bei den Typen. Machen mit Schaden definitiv mehr Spaß. Ah, Kontaktmedizin. Ist jetzt auch nicht direkt das, was ich mir jetzt vorstelle, was ich jetzt finde. Ja, die machen auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, wenn du halt mal vernünftig Schaden machst. So hätten die ja nicht über sein müssen. Ne, ihr habt euch. Und die haben sich nicht verändert. Die sind sowieso immer waren.
verdammte Zombies. Eigentlich wollte ich nur in den See hier abtauchen. Mal gucken, ob ich hier unten... Aua. Waren die Fische schon immer so aggressiv? Kann ich da nicht parryen unter Wasser? Ups. Ach, hör mal auf die... Hier unter Wasser gibt es auch nichts. Hm. Sind das alles Leichen? Das sind Leute. Ob das die Gesamtbevölkerung des Fischerdorfs ist? Meine ich auch. Bezog sich das auf das untote Fischer? Ja, gut. Bezog sich das, meine ich auch, auf die... auf den Wasserstand, der gestiegen ist? Oh, gegen diese Fische zu kämpfen, ist halt auch so anstrengend, ne? Man kann die nicht parieren. Das glaube ich zumindest nicht. Sie machen halt einfach gar keinen Schaden. Ja. Dann schwimmen wir nochmal kurz ins Dorf vor. Und wo genau war denn der Typ? Schön, wie das halbe Dorf geackert. Ich habe jetzt aber gerade keine Nerven dafür, jetzt hier alle umzuhauen. Das dauert mir viel zu lange. Ich konnte doch nicht widerstehen. Ich hab alles ausgetrunken. Oh. Aha. Aber hat lange durchgehalten. Ob ich ihn hätte irgendwie retten können? Aber war das der Typ mit dem, Dings auf dem Kopf? Oder war hier noch eine Hütte? Von ihm mit ihr Monster, meint er die anderen damit, oder? Mich. Also hat er mich jetzt höflich ihr Monster bezeichnet. Ha. Gab es einen Händler bei der Urquelle? Ich glaube nicht.